kriegst so ein Pappmaul vom ganzen Labern. Da geht's auch schon los. Oh, First Blood von Flora. Und auch direkt, oh, direkt auf fast 69% hoch. Oh, die, guck mal, die, direkt im roten Bereich. Nicht mal 20 Sekunden drin. Ja, SDN gegen Flora. Und wir sehen hier einfach mal den Wolf. Und Flora hat sehr aggressiv. Und hat den ersten Stock. Okay. Wow. Okay. Sehen wir heute den Ike? Sehen wir den Ike heute? Wir haben ihn einmal im Pools gesehen, der Türke. Türke hat ihn aus SDN rausgeholt, glaube ich. Mit seinem Diddy Kong. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen was on stream gesehen von ihm, aber ist nie dazu gekommen, leider. Weil der war Hype. Oder? Haben wir das einmal on stream gesehen? Türke, doch, Diddy. Ja, genau. Diddy war richtig geil von Türke. Ja, auf jeden. Hätte ich echt gerne mehr gesehen. Vielleicht kommt er ja nochmal zur NIZ. Er ist diesmal auch Top 8 geworden, 7. Platz. Gegen Justin verloren, sein Homie. Okay. Jetzt sehen wir hier Bread and Butter von Wolf. Jetzt ein bisschen was von... Alter, Flora geht ja richtig ab. Ja, jetzt ist allerdings wieder even. Grundsätzlich, also ich sag mal so, ich würde schon sagen, dass das Matchup für Wolf ist. Aber wenn das ein Pocket Wolf ist, ja, muss man schon clean genug spielen, um Floras DDD zu besiegen, weil Pocket ist einfach so gut. Dass das Secondary ist, oder was? Ja. Okay. So. Naja, halt einfach so, nicht wirklich Secondary, weil Secondary ist schon noch Serious und Pocket ist so, ja, spielst du nebenbei. Und das ist nebenbei Wolf? Weiß ich nicht genau, ob das sein Secondary ist. Ich denke mal, das ist sein zweitstärkster Charakter. Oh, ja. Na denn los. Jetzt im Moment? Ja, denke ich schon. Aber Wolf macht auch ordentlich Damage. Eigentlich. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, also ist so ein bisschen so ein Fox, der mehr Damage macht. Also so ein bisschen mehr Wumms hat einfach. Trotzdem Kombos. Ist der higher gerankt als Fox? Ja. Okay. Also es gibt jetzt im Moment, würde ich sagen, mehr Fox-Spieler, die gut abschneiden. Also Light vor allem. Und den japanischen, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Hat letztens ziemlich gut abgeschnitten, aber ich konnte das Turnier leider nicht sehen. Wolf ist halt in der Meta immer grundsolide gewesen und wurde immer schon gespielt. Oh. Okay, jetzt Edge-Situation. Mal gucken. Oh, er avoidet das einfach, indem er einfach mit dem DDD einfach da hochspringt. Okay. Oh! Ja, das ist immer rough. Oh, das habe ich gefühlt. Das tut jedem DDD-Player weh. Daniel cringed im Chat. Sowas geht direkt auf die Seele und dann straight auf die Eier. Okay, also jetzt gerade hat SDN das wieder gut even gemacht. Also sobald er den Stock zieht, macht er echt so schnell wieder Damage. Mal schauen, also es ist fast geschafft. Oh oh. Kann Flora hier SDN auf den Ike forcen? Ich glaub, er würde das sowieso wahrscheinlich nicht einfach sofort machen, sondern ich denke mal, er würde auf das zweite Grand Finals dann erst den Ike rausholen. Mal gucken, jetzt gerade sieht es aber sehr gut aus für SDN. Er muss nur noch diesen Kill bekommen. Und einfach so Swoop. Oh, wie schnell es sich doch ändern kann. Mhm, ja. Und ein gut gespieltes Game, wenn man das nicht gewinnt, ist halt einfach trotzdem nur ein Loss, ne? Ja. Aber man kann da auf jeden Fall zuversichtlich sein, wenn man Flora ist. Sah auf jeden Fall gut aus. Was hast du denn da Geiles mitgebracht? Ja, es sind die Medaillen. Einmal hier, Top 8, ne? Und das hier fürs Silberbracket. Mhm. Sehr cool. Ja. Auf jeden Fall. Und der Gewinner kriegt zusätzlich noch ein Küsschen. Natürlich. Ausschnitt. So. Ja, wieder Bread and Butter von Wolf. Muss natürlich aufpassen, wenn er offstage ist. Oh. No way! No way! Kann passieren. Ich glaube, er hätte noch rankommen können, hätte er Side B nach oben gemacht. Aber ja. Und direkt Booty blasted. Und jetzt ist natürlich die Zeit. Also jetzt braucht Flora ein... Oh, guck mal.
Ja, da ist er einmal kurz mit der Nähe durchgekommen. Es sind 15 Schaden. Das ist schon echt stark. Alter. Ja, warum macht Wolf so viel Damage? Ist halt langsamer als Fox, dafür stärker. Wie heavy ist Wolf? Ich würde sagen Middleweight. Also Fox ist Light und Wolf ist ein bisschen schwerer als Middleweight. Also ich denke so ein kleines bisschen mehr als Mario. Vielleicht ist er auch leichter als Mario. Und nur 62% konnte sie aus diesem Free Stock ziehen. Da war Bread and Butter gerade gechoked. Hat versucht, die Dash Attack zu machen, F-Tilt bekommen. Aber beim zweiten Mal dann. Und schon ist es wieder even. Oh. Und Butter gerade erstickt. Ah! Oh. Aber Grand Finals, ja. Second Place für Flora. Ziemlich stark. Also ist die Endspiel jetzt deutlich aggressiver als in der ersten Runde. Oh, der Charge, der Laser. Oh, der F-Tick wieder, ja. Oh. Er killt damit ziemlich konsistent. Oh, was? Ich frag mich, was war am Anfang? Hat er nur gespielt? Musste er sich erstmal an sie rantasten? Was war der Unterschied? Was ist jetzt anders? Ja, naja, man muss sich natürlich schon erstmal an einen Charakter und einen Spieler gewöhnen. Und ja, sobald man dann so ein bisschen was rausbekommen hat und sich ein bisschen sicherer fühlen kann, dann kann man ein bisschen aggressiver auch spielen, ein bisschen das Tempo anziehen. Wow, was für... Oh, killed. Der Stock, okay. So, doch, die Hoffnung Last Stock. Ist noch da. Aber am Anfang sah es so gut aus, ne? Ja. Mit der Get Up Attack. Oh, wieder. Zuck! Oh! Man merkt schon, dass Flora ihn gerne offstage haben wollen würde, aber dazu muss er noch mehr Damage haben. Also 43%, da ist nicht so leicht, jemanden offstage zu bekommen. Vielleicht so Jump irgendwie ziehen. Wie weit ist denn das Bracket gerade auf StarGG, Rob? Ist nur die letzte Begegnung nicht? Ich guck einmal kurz. Ich habe das die anderen hier machen lassen, weil die haben das immer so schön mit Character und so gemacht. Aber ich kann das natürlich auch machen. Was geht, Rob? Oh ja, ist noch nicht. Oh, okay. Wir sind da noch. Das war 3-0, ne? Flora gegen Safari. So. Oh, okay, wir sehen jetzt das Matchball-Game. Ja, wir sehen jetzt Kirby hier. One, two, four, hold me. Kirby is a big. Hä? Gibt's das wirklich auf Englisch? Ja. Ja, eins, zwei. Ja, das ist zwei Haferball, ja, kenne ich natürlich. Das gibt's auf Englisch, ja. Das ist, das wird so bei englischen Streamern wird das immer, wenn die so Song-Submissions machen dürfen, dann spielen die das immer bei denen ab. Echt? Ja, um die zu nerven. Das ist übel witzig. Oh, das ist so legendär. Generell, wo ist Kazooie? War doch noch hier. Ja, der hat so einige. Ich bin Dr. Mario. Das hat er ja sowieso auch auf Englisch gemacht, ne? I can this. I can that. Das ist so heftig. Ist doch einfach eine Legende, der Typ. Jetzt im Moment geht Kirby eigentlich. Also, ich sag nochmal Mario-Fan 68. Ja, irgendwie Mario-Fan. Sind doch immer irgendwelche Mario-Fans. Mario-Fan 69. Das glaube ich nicht. Could be. Vielleicht hat er sich einfach den Namen Mario-Fan genommen. Und weil YouTube zählt dann ja immer so hoch automatisch. Mhm. Vielleicht hießen ja schon 68 Leute vor ihm Mario-Fan. Vielleicht ist das einfach sein echter Name. Mario-Fan. Ey, ich hab schon lustige Namenskombinationen. Also, nee, Namenskombinationen gehört, die nicht okay sind. Deswegen werde ich die nicht on Stream sagen, um die Leute zu schämen. Okay. Nee, wirklich jetzt. Also so echte Namenskombinationen. Die ungefähr genauso stupid sind wie Mario-Fan. Ja, ich meine, jeder Star nennt sein Kind irgendwie was. Apple. Kram. Ja, hier Elon Musk. Ja, was war das nochmal für ein Name? Ja, Cypher irgendwie. X. Cypher X2. Das
Das ist schon echt Xylophon-Bullshit. Ja, das ist schon ziemlich stumpf. Oh! Nice. Ja, ey. Junge, the pink puff. Oh, it's Kazooie. Ist Kirby der Twink von, also der Secondary von Flora? Ich glaube schon, ja. Was glaubst du, warum hat sie zu Kirby gewechselt? Oh, das ist einfach nur, ich glaube, ich weiß nicht genau, ob sie denkt, dass sie damit eine Chance hat, aber auf jeden Fall denkt sie wahrscheinlich, dass es mit DDD nichts wird. Oh, aua. Deswegen denke ich. Eigentlich auch gut, also das ist schon auch ein guter Kirby, aber das ist eigentlich kein guter Charakter, also kein guter Charakter. Was? Kirby? Sakurai's favorite son? Ja, der Char wird halt auch immer gebufft, aber so weird und random. Also so, oh, machen wir den F-Smash halt noch stärker. Oh, immer noch schlecht, dann machen wir den Down-Smash auch noch stärker und den Up-Smash. Sowas. Ja. Also, man bräuchte halt Frame-Deader oder Speed oder irgendwie sowas. Und schöner Up-Smash. Es ist relativ even tatsächlich. Also, es ist even. Dancing. Please. Also, wäre schon sehr interessant. Aber jetzt gerade... Down to the last stop. Zerlegt es dir in jeden mit Wolf. Das Ouch. Ist schon ziemlich strong. Und er ist wieder in dieses brutale Precision-Pattern reingegangen. Einfach alles, was er macht, ist einfach brutal effizient. Mhm. Es erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das, diesen Playstyle von Hungrybox kennst. Bei Ultimate, oder? Nee, bei Melee. Der ist... Wo er campt? Ja, der campt, aber der spielt halt auch so super safe, weißt du? Also das ist jetzt nicht wie hier, aber das... Ja, klar, da kannst du halt Infinite Edge Grabs machen. Beziehungsweise ich glaube, die haben da so ein Limit, ein Ledge-Grab-Limit, oder war das in Brawl? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er da halt die ganze Zeit gechillt und dann immer Back-Air gespammt und dann wieder ran, dann wieder Back-Air gespammt. Ja, es ist zum Glück nicht möglich in Ultimate. Also es gibt andere Sachen, die halt stall und dumm sind, ne? Aber nicht so schlimm. Ups, 4-1 hat Flora nicht gewonnen. Oh, Alter! No, nein! No. Come on, finish him off! Can F-Tap, please! Please can F-Tap, please! Oh! Das war aber ganz knapp gerade nochmal. Oh. Come on. Cotton Candy can defeat the wolf. Bam! Oh mein Gott, direkt Parry Dash Attack. Okay. Also SDN lässt sich das hier nicht nehmen, das Game. Wir hatten fast eine Round gewonnen. Ja, fast. Mit Kirby sogar. Das wäre schon ziemlich. Kirby! Ziemlich cool gewesen. Mit Kirby, dem Kürbis.